So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Counter ist immer noch am Start und wir versuchen uns weiterhin an Delete This. Ja, mittlerweile habe ich auch rausgefunden, wie sie heißt, falls ich es nicht im letzten Part schon erwähnt haben sollte. Denn in den ersten Parts habe ich noch gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Mittlerweile weiß ich es. Die besten Parts von dir sind sowieso, wo man startet, wenn du gerade den Killscreen hast. Das sehe ich auch so. Ich würde das für 89 kaufen, das ist bestimmt gut. Ja, wenn wir das Geld bekommen sollten vielleicht, aber ich glaube auch da sind die Preise komplett random, ne, und sagen nichts über den Wert aus des Produkts. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist nicht gut. Nein. Scheiß Curse of Dark. Ach Mann. Nix, gar nix gibt's hier. Erstmal wieder. Mir war bis vor kurzem noch komplett unklar, dass The Sun auch Curse of Darkness wegmacht. Ja, tut sie. Sollte ich Spinnen nicht einsammeln? Ich hatte ich jetzt auch nicht vor. Okay, schon mal kein Spacebar. Ich kenne diese Waffe. Kein Trinket. Dann halt nicht. So, jetzt gucken wir noch hier rein, weil der war eh bisher noch nicht sonderlich. Och Mann! Das ist der dümmste Sacrifice Room, den man kriegen kann. Nicht mal eine Truhe in der Mitte. Nichts. Nur Müll. Ah, immer eine Pille. Okay. Mehr Spinnen zum Einsammeln. Okay. War da gerade so ein Tieraufteilung? Ja, nachdem ich den Raum geschafft habe. Nachdem ich den Raum geschafft habe, hat es mir die Tier hat so einen. Genau, den macht's da. Ist gut, wenn der kommt, nachdem er den Raum geschafft hat, ne? Sehr sinnvoll, ja. Ist so dann, das ist so der Poser-Move einfach. Alternativ könnte man auch einfach ein bisschen Feuerwerk machen. Ja. Genau. Besser als wenn man Schaden nimmt, nachdem man den Raum geschafft hat. Ich wette, die Kombination gibt's auch. Es dürfte eigentlich alle Kombinationen geben. Ich weiß nicht, wie das. Das ist eine interessante Frage, wie das programmiert ist, dass das sozusagen einfach so. Also, ob das wirklich jedes einzelne. Nee, ich kann es mir nicht vorstellen, ob das random generiert wird, indem man es einsammelt, oder ob das vorher klar ist, dass genau dieses Item genau diesen Effekt gibt. Keine Ahnung. Meinst du, ob man ein Speed hat? Ja, sowas in der Richtung. Würde man theoretisch testen, wenn ich mit dem Siege-Spiel, wobei, ich weiß nicht, kann man bei einer Challenge überhaupt ein Seed einbringen? Ja, eben geben? Nicht. Ich glaube gar nicht. Wenn nicht, dann werden wir es nicht rausfinden. Richtig. Schade. Ich hätte es jetzt für die Wissenschaft gemacht. Es ist drei Schüsse und ich schaff's nicht auszuweichen. Das ist so dumm. Mann, ey. Hier kein Spacebar-Item. Hat wieder irgendwas gemacht. Vielleicht finden wir raus, was es gemacht hat, vielleicht auch nicht. Bitte kein Curse of Darkness, dankeschön. Okay, hier kommen wir direkt in den Itemraum, das ist sehr schön. Vorher müssen wir einen sehr langweiligen Raum noch spielen. Ah, ja. Das Item kenne ich. Ich auch. Es ist gar nicht mal so krass, aber man kann es mal mitnehmen. Immerhin explodierst du nicht. Ich finde es optisch cool, aber das war es dann auch schon.
Meistens macht es ja nicht so viel Schaden. Aber optisch finde ich das schon sehr geil gemacht. Wie groß geht der Kreis? No! Hängt davon ab, wie schnell du laufen kannst. No! Okay, lassen wir das. Aber ich glaube, wenn ich den mache, dann werde ich zu schnell jetzt hier zu... Ja. Nee, ich sollte... Nee! Dumm! Ich sollte sowas dringend lassen. Wow. Das ist halt so... Ach, Mann. Dann will man so ein bisschen mit dem Ding rumspielen, aber dann macht man es damit nur schlimmer. Oh, shit. So viel dazu. Das ist tot. Das war ein kurzes Vergnügen mit dem Effekt. War ein sehr kurzes Vergnügen. Seh da was? Ich versuch... Kann ich... Ah, ich weiß nicht. Nee. Ich glaube, man kann nicht gleichzeitig so springen, falls hier ein Raum wäre. Versuch's mal so. Nee. Ach, komm. Oh. Diese Stille. Gib mir wieder Musik. Danke. Nix. Gott, das ist total komisch. Wie Musik. Das war praktisch. Praktisch, wenn du nebenbei YouTube guckst. Ja gut, aber dann kannst du auch einfach ausmachen. Ist das eigentlich, ist die einfach nur aus, oder? Ha! Ha! Ausgetrickst, Spiel. So ein Ding ist das. Wow. Bombe plus Schlüssel für eine Münze und ein halbes Herz. Deal of my life. Story of my life. Da ist nichts Brauchbares, außer das blaue Herz vielleicht. Mit genug Geld könnte man sich das überlegen. Als dein Tintager. Danke. Hört auf, mehr davon zu machen. Dann machst du doch kaputt. Die bin, mehr davon Macher. Bin dabei. So ein bisschen zumindest. Mann! Ah. So, wo ist jetzt der Itemraum? Den hat man noch nicht. Ach, da hoch geht's auch noch. Hä? Bin ich dumm? Hab ich irgendeine Abzweigung verpasst? Junge, hä? Muss ich auch eine Abzweigung verpasst haben. Abzweigung. Hier ist keine Tür, hier ist keine Tür, hier ist nur die. Ach, da waren wir noch gar nicht, ja moin. Mann! Das war unnötig, Fanny. Ich weiß, deswegen ärgern mich solche Treffer ja immer so. Eben gerade weil die. Kinder sie doch einfach. Ja, einfach nicht treffen lassen. Das würde ich gerne. Geh einfach kaputt, geht mir nicht auf die Nerven. Das sind so Räume, die dauern 3 Jahre und man weiß einfach, man schafft sie. Als ob man es nicht einfach abkürzen könnte. Mann! Weg mit dir jetzt. Und du auch. So. Hey, Teleport. Wahrscheinlich ist es nicht mal ein Spacebar-Item. So viel dazu. Wrapped What up the nicht. Heck? Jo, dann viel Spaß. Ich glaube, das ist ein R. Wir probieren mal den Boss.
Da passiert ja irgendwas Spannendes. Was ist das denn jetzt wieder? Das ist wieder irgendeine ganz komische Kombination. Es gibt doch kein Item, was sowas alleine macht. Da gibt es ein Trinket, das es macht. Dieser Spiralwurm. Aber so krass? Ja. Was liegt denn da unten? Hit ab. Sind die von dir oder von dem? Die sind von mir. Aber wie mache ich die? Wo kamen die her? Weiß ich nicht. Ich treffe ihn nicht. Siehst du mehr. Die? Jetzt haben sie jetzt die Kopf. Ich wollte gerade sagen. Ja, die machen keinen Schaden. Wirklich, siehst du dich wirklich mit diesem Schuss die Challenge beenden? Ich sehe mich mit diesen Boomstone-Bomben die Challenge beenden. Oh. Okay, die Explosion macht mir Schaden, das Boomstone nicht. Interessant. Wir gucken mal, was noch so kommt. Ein Spacebar. Oh, es ist ein dauerhaftes Spacebar-Item. Oder ein einmaliges. Oder ein einmal. Beides möglich, genau. Mal gucken, was passiert. Außer Tomaten. Okay. Okay. Yeah. Was war das denn? Hilfe! Das sah aus wie das weiße Pony. Oder das schwarze Pony. Das hat einfach den Gegner anvisiert. Also jetzt gerade passiert gar nichts. Das hat den Gegner anvisiert irgendwie. Okay. Was geht ab? Yo! What the heck? Ich habe so eine ungünstige Kombination, so ein bisschen. Das Teil selber finde ich cool. Was passiert eigentlich? Lol. Wenn die so explodieren, dass sie den Weg hier zumachen. Geht das? Das ist so programmiert. Ich hoffe, das geht nicht. Also, das sollte so programmiert sein, dass die nur so sprengen, dass immer noch der Weg bleibt. In der Challenge traue ich allerdings dem Spiel alles zu. Ja, also ich würde mal sagen, in dem normalen Spiel traue ich dem Spiel auch alles zu. Ja. Siehe mein Softlock-Raum. Ich sammle jetzt nichts mehr ein, ne? Wollte ich nur mal sagen. Ja, du schießt jetzt auch nicht mehr. Nee. Ich will jetzt mal gucken, wie das beim Boss sich auswirkt. Ja, stabil. So machen wir das. Also als Partnernamen würde ich auch was mit Sonic vorschlagen. Lol. Hä? Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Okay. Ach so, ich muss gar nicht zu denen hin. Die reißt es einfach von selbst ins Verderben. Ja. Ach so. Hä, wo geht's denn hier raus? Ach, da zur. Nach links. Ja. Ach, das scheiße. Andere links. Ich hab's erst erwähnt, gell? Links, rechts und so. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, den Hit muss ich taken. Ja. Scheiße. Ah, wobei, ich könnte was probieren. Aha. Mehr Glück als Verstand. Vielleicht treffe ich das Feuer irgendwann. So, Chance für Engelraum erhöhen. Nicht mehr. Ah, Mama! Nicht wegen des Items. Aber wegen. Herzen. Oh Gottes Willen! Ein sehr explosiver Run.
Ja. Also wenn ich Gegner kaputt mache, passiert das. Shish. Gehen wir hier lang. Das ist so ein... Das ist irgendwie so eine Mischung aus dem Straw und dieser Anvisier-Ding. Alter, ich habe keine Ahnung, wo ich langlaufen kann. Wie kann man nicht runterfallen oder sowas? Das ist schon sehr... ängstigend. Oh, ich habe Schaden genommen. Das ist nicht gut. Ich kann also noch Schaden nehmen. Da muss ich aufpassen. Heieiei. Bin hier noch nicht raus aus dem Schneider, aber ich werde jetzt hier keine Items erstmal einsammeln. Ich hoffe halt auf blaue Herz und so Kram. Okay. Einziges Schlachtfeld, was wir hier haben. Du guckst auch so ein bisschen nach blauen Steinen, ne? Ja, wenn du schon den Run nicht gewinnst, dann machst du wenigstens die Level kaputt. Richtig. Komm, Balls of Steel. Meine ich schon. Genau das meine ich schon. Danke, Spiel, dass du mich verstanden hast. Sehr gut. Oh! Da kommen wir, das können wir uns auch auf jeden Fall holen. Da sehe ich mich. Ja, komm. Wird schon nicht gerade Balls of Steel sein. Okay. Ist aber eine sehr lange Zeit. Schafft man auf jeden Fall. Nee, hast du exzellent gelöst. Ne? Lol. Auch dieser Raum wie ein Profi. Yo! Rums. So, blaue Herzen. Möglicherweise. Okay, dann nicht. Ciao. Ja, das ist, ja, du hast vollkommen recht. Wenn du jetzt die Schere da mitnimmst, dann kannst du die Riesenbomben, glaube ich, einsammeln. Doch nicht. Okay. Schade. Yes, bin ich. Ich bin ein Wizard. Wie sieht das jetzt aus mit Wizard? Es wird immer besser. Sehr schön. Oh shit! Aber dafür haben wir ja Herzen. Falls ich mal doch wieder getroffen werde, dummerweise. Muss aber echt aufpassen. Also es ist noch nicht, ich bin noch nicht so, ich muss ein bisschen... schon ein bisschen sinnvoll spielen. So ist nicht. Ja, ist echt schade, dass das Trinket nicht funktioniert. Ja. Ich glaube, das funktioniert nur bei kleinen Bomben oder weiß nicht, oder für... Also ich habe schon in Videos gesehen, dass es auch bei großen geht. Okay. Sheesh. Ich muss wirklich ein bisschen aufpassen in so Räumen, wo so Gegner sind, die erstmal unverwundbar sind. Ja, also genau, bei denen klappt es nämlich. Du könntest oben, wo, oh, dieser Schlüsselloch mit dem Schlüssel ist, da könntest du mal aufmachen, weil aus diesen Schlüssellöchern kann auch was rauskommen. Stimmt. Cool.
Oh shit, okay. Das ist passiert. Er ist eigentlich zu viel verlangt, jetzt noch zusätzlichen Spacebar-Effekt zu haben, der mir gleichzeitig Herzen gibt. Wahrscheinlich ja. Ja. Okay. Dann verlange ich das mal nicht. Bumm. Du wirst es wahrscheinlich auch nicht kriegen. Also. Ja. Okay. Ja, mag ich. Oh, ich muss böse aufpassen, dass ich bei dem Dash dann nicht ins Item rein dashe. Das könnte dann nochmal schief gehen. Aber gefällt mir. Keine Ahnung, was genau das ist, was da kombiniert wird, aber ist okay. Das ist ja mal, was die Bosse sich denken, wenn du da so durchtanzt. Die freuen sich für mich. Nach dem letzten Part freuen die sich für mich einfach. Das ist jetzt einfach Press Space to win. Ja, so habe ich die Challenge auch gemacht. Ich glaube, so machen die meisten die Challenge. Irgendwann haben sie halt ein Item, was fucking OP ist und nichts mehr kaputt machen kann. Ach komm schon. Gib mir doch Sicherheit. Spiel, gib mir doch ein bisschen. Ah! Nice. War das nicht mal so ein Lied von Silbermond? Gib mir doch Sicherheit, Spiel. Nein, aber gib mir doch ein kleines bisschen Sicherheit. Kommt irgendwie so drin vor. War ich gerade so im. Weißt du schon alt? Am sein. Irgendwas, das bleibt, heißt das Lied. Ja, irgendwie so und da ist im Refrain kommt vor, gib mir ein kleines bisschen Sicherheit. Irgendwas. Ach, jetzt habe ich wieder so einen Ohrwurm, den ich nicht richtig zuordnen kann. Das hasse ich ja auch immer. Und in dem Lied ging es dann bei Singing of Isaac oder wie? Nein! Natürlich nicht. Das gab es da noch gar nicht. Silbermond überhaupt noch auch nicht, ne? Ich glaube nicht. Nichts mehr von denen gehört. Ich werde das jetzt mal direkt recherchieren, weil ich die Möglichkeit dazu habe. Es ist halt die gleiche Kategorie wie Juli, so dieses ganze hier, ja, wann war denn das? Das ist schon alles ewig her. Aber hier, Juli mit Perfekte Welle und so weiter. Da war auch Silbermond. Mit am 2004 in etwa. Ja, moin. Das letzte Album haben sie 2019 rausgebracht. Oh, okay, dann gibt's die sogar noch. Aber nicht so, dass ich sie registriert hätte. Interesting. Hat die nicht irgendwas im Fernsehen gemacht? Kann sein, keine Ahnung. Ja, auf. Nee, doch. Sing mein Song. Geh ich einmal wieder in den Shop? Weil ich ein blaues Herz kaufen will und dann sowas. Hast du was verloren? Nö. Ja, dann reg dich nicht auf. Aber ich wollte ein blaues Herz. Du hast einen Lack abbekommen, das ist auch nicht verkehrt. Das stimmt. Gut. Das ist so normal. So möchte ich spielen, wenn ich fucking tainted Jakob habe. So, Mom, was sagst du jetzt zu unserer Geschichte? Freust du dich mit mir? Oh boy! Au, jetzt geht's ab. Okay! Mutter vernichtet. Ja, mach doch noch Boss Rush. Geh mal in den Boss Rush rein. Geht das dann wieder... wie komme ich? Was? Das ist hier ziemlich scheiße, gell? Was? Ist das jetzt denen ihr Ernst?
Wie war das? Das sollte nicht vorkommen. Alles gefixt, gar kein Problem. Ist das hier... Das ist jetzt nicht... Das ist jetzt nicht wahr. Ich komme da nicht rüber. Ich habe kein... Ich brauche ein Item, mit dem ich fliegen lerne. Ja, dann ich muss jetzt übelstes Glück haben, irgendwas zu sammeln, womit ich fliegen lerne. Was von den Items sieht am ehesten aus wie eins, was mir Fliegen beibringt? Ja. Was? Keine Ahnung. Sag eins, mir ist egal. Du bestimmst. Hier unten links. Das da. Ja. Okay, wir fliegen schon mal nicht. Was? Aber vielleicht passieren andere coole Dinge. Ich meine, es kommen ja noch Items danach, also... Oh, guck mal, was ich hier über mir habe. Yo. Scheiße, ich wurde getroffen. Das bedeutet, das Damoklesschwert haut irgendwann auf mich drauf. Und ich kann nichts dagegen tun. Oh, und ich glaube, ich verbaue mir hier gerade den kompletten Weg, ne? Wait, ich kann... Fliege ich gerade? Keine Ahnung. Vielleicht hast du das Spiel einfach nur aufgegeben. Ich fliege. Aber das Damoklesschwert ist über... Scheiße! Scheiße! Das Damoklesschwert wird mich jetzt killen. Wer weiß, vielleicht hat es ja einfach eine ganz andere Wirkung dann. Vielleicht ist er nur optisch da. Mhm. Ja. Stattdessen gibt es hier Fliegen und 6 schwarze Herzen oder so. Das ist dumm! Das ist der bescheuertste Mann in dieser Geschichte. In diesem Challenge, die ich hätte haben können. Holy shit! Okay, we did it. Soll ich noch was einsammeln? Guck mal, aber ich fliege. Theoretisch fliege ich. Ich guck mal, ob ich wirklich fliege. Ja, Abflug. Das war jetzt wirklich Glück. Alter, dieses scheiß Damoklesschwert haut mich jetzt irgendwann einfach... Scheiße. Guck dir mal deine Itemliste an rechts. Was? Nee, ist nicht gut. Das ist nicht gut. Muss jetzt richtig schnell sein. Irgendwann kommt der Scheiß runter. Mann. Nee. Jetzt habe ich schon fliegen gelernt und jetzt kommt dieses scheiß Damokless-Ding dazu. Fuck! Ey, lass mich bloß in Ruhe! Alter, wenn mir das Ding den Rand versaut. Erst bauen die mir so ein Ding in den Weg und dann kriege ich dieses scheiß Schwert. Alter, nee, ich muss jetzt geht's echt auf Zeit. Nein! Verpiss dich! Eine Zeit für dich. Hau ab. Raus hier. Runter. Rüber. Rüber. Durch. Boss, rein. Durch. Juckt mich alles überhaupt nicht. Weg. Aus dem Weg. Der Boss kommt. Aua. Nimm die Herzen mit. Keine Zeit für Herzen. Scheiße. Mann.
an. Okay, was bist du? Okay, cool. Ich meine, auch so viel Tiers schießt, geil. Oh Mann. Bruder! Ja! Oh, dieses Scheißschwert! Ich hoffe, es hat nicht den Effekt, ey. Ich hoffe, es ist einfach nur da. Ich raste so aus. Rein da! Mach dich weg! Ciao. Nee, da gehen wir nicht rein. Weißt du, woran mich jetzt irgendwie so ein bisschen erinnert? An dieses Wario 4. Wenn dann dieser Timer am Ende beginnt. Ja, der. Nein! Oh Gott. Alles also klar. Deine Itemliste sieht immer besser aus. Ne? Kaputt! Geh kaputt! Nein! Geht nach unten. Bossfight. Geh einfach mal von aus, dass das Item nicht den Effekt hat. Tu ich nicht! Weiß es nicht. Der geht nicht kaputt. Alter. Nein, es hört nicht auf. Der geht nicht mehr hoch, der Scheißtyp. Geh hoch. Mach dich auf. Danke. Ich hasse die so sehr. So, Isaac, na, was sagst du hierzu? So wurdest du noch nie weggefegt. Aua. Ich auch nicht. Ab dafür. Du solltest aber schon noch beachten, dass du nur noch 3,5 Herzen hast. Keine Sorge, tue ich. Aber ich nehme in den seltensten Fällen noch Schaden. Alter, das ist jetzt so eine scheiß so ein Wettlauf mit der Zeit, ey. Also wenn das Item das tut, was es tun könnte. Gut. Hast noch Item eingesammelt? Ja, moin. Alter, es ist so verrückt. Aua. Oh mein Gott! Jawohl! Mach ihn platt. Ab dafür! Jawohl! Sehr gut! Was ein scheiß Mann, ey! Oh! Und seit wie vielen Ebenen nicht mehr geschossen? Bruder! Dafür bin ich sogar jetzt echt froh, dass ich es im dritten Part versaut habe. Das war ein relativ normaler One, möchte ich fast sagen. Einfach mit ein bisschen Sacred Heart und halt relativ stark unterwegs und dann einfach verkackt am Ende. Weil sonst hätten wir das hier nie erlebt. Ich hätte das nie wieder gespielt. Und so eine Kombination kriegst du im Spiel nicht zusammen. Es wird absolut schade. Wir werden nie rausfinden, ob du wirklich in Bedrohung warst. Ich weiß, aber ich will es auch nicht wissen. Oh Gott! Yo! Ja, nice! Das war dann jetzt soweit alles mit den Challenges. Zwei fehlen, wie gesagt, noch. Da muss ich gucken, wie man die freischaltet. Und halt, ultra hart ist ultra hart. Insofern, ja. Das nächstes Mal dann wieder normale Ones zum ersten Mal wieder. Mit Tainted-Charakteren. Ich freue mich. Ich muss überlegen, mit wem ich anfange. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall nicht Tainted Jakob oder Tainted Lost ist. Welche Challenges fehlen dir jetzt? 38 und 41. Okay.
Aber keine Ahnung. Werde ich noch rausfinden, wie man die. Also vielleicht rausfinden, ansonsten lasse ich es mir sagen von irgendwem. Aber erstmal würde ich es probieren wollen, es rauszufinden. Naja. Aber hier können wir den Part abschließen. Ich bin vollkommen durch. Also, das war. Vor allem, das war so ein scheiß Nervenkitzel. Erst dachte ich, okay, der Run ist durch. Schaffen wir. Easy. Läuft. Und dann dieser Moment, wo ich nicht in Wump reingekommen bin. Weil der mir einfach den Weg zugebombt hat. Und wir haben das richtige Item gewählt. Wir haben ein Item gewählt, was aus irgendeinem Grund dafür gesorgt hat, dass man fliegen konnte, auch ohne dass man plötzlich Flügel hatte. Ich konnte einfach über alles drüber schweben plötzlich. Alter! Es war. Und dann aber gleichzeitig ein Item, was scheinbar das Damoklesschwert beschworen hat. Das muss ja irgendwie beides gemacht haben. Also mehr als ein. Also, Bruder. Und dann war es aber ja nicht mal der Dash, der jetzt am Ende zum Erfolg geführt hat. Dieser Dash alleine war es ja nicht, sondern dass die Gegner und alles mögliche auch noch zu Bomben teilweise geworden sind. Zu großen Bomben, zu Brimstone-Bomben, zu hast du nicht gesehen. Boah. Was eine Kombination. Also, ich sag mal, unter dem Haus von Isaac sieht es jetzt ziemlich verwüstet aus. Boah, hätte ich gern mal Delirium so verprügelt, aber gut. Boah, hättest Hasch noch machen können. Ja, das war das Tor war offen. Oh. Junge. Okay. Ja, war schön. Jetzt erstmal wieder beruhigen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Oh, und sage Tschüss. Ciao.